Präsentiert von den EA Game Changers geht es hier weiter mit Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order und ich heiße euch herzlich willkommen zurück, Freunde. In der letzten Episode habe ich eine Umfrage gestartet, ob wir denn nach Zepho oder nach Darthum hier gehen sollten und diese Umfrage sollte mir eigentlich das Ganze ein wenig erleichtern. Und ihr seht, hier unten steht 1% erkundet, unten links in der Ecke. Das liegt daran, weil ich die Leertaste gedrückt habe. Dann wurde die Karte angezeigt und irgendwie gilt das wohl als erkundet. Wenn ich das hier mache, da steht 0% erkundet. Jetzt sehe ich die Karte angezeigt und da steht hier plötzlich immer noch 0% erkundet. Okay, das ist wahrscheinlich zu wenig. Anscheinend ist Darthum hier nicht sonderlich groß. Das erkennt man auch an den Geheimnissen, an den Truhen. Und hier sind wesentlich mehr Geheimnisse und Truhen. Und ihr seht auch, dass hier so ein Jedi-Symbol ist, ne? Da, wo gerade mein Zielkreuz ist. Und oben steht auch die Quest. Suche auf Zepho nach alten Gräben. Das bedeutet, wir werden schon darauf gestoßen, eher als erstes nach Zepho zu gehen, als nach Darthum hier. Außerdem haben hier einige von euch in die Kommentare reingeschrieben, dass man auf Darthum hier noch nicht allzu viel machen kann, weil eben ich viele Skills noch nicht habe, die ich hierfür brauchen würde. Und hier lerne ich diese Skills eben im Laufe des Spiels, um sie hier zu benutzen. Aber jetzt kommt die Bredouille, in der ich mich befinde. Die Mehrheit von euch, der größte Teil, mit Abstand größte Teil, wollte zuerst Darthum hier sehen. Und ich muss sagen, Freunde, mein Herz geht auf, wenn ich an Darthum hier denke. Nicht wegen der schönen Landschaft, sondern als alter Clone Wars-Fan und vor allem Schwester der Nacht-Fan und Brüder der Nacht-Fan. Ne? Deswegen würde ich sagen, Freunde, ich beuge mich gerne der Masse. Gegen jede Vernunft, weil es eigentlich heißt hier, ne, da müssten wir am ehesten hin. Gegen jede Vernunft gehe ich jetzt nach Darthum hier mit euch gemeinsam, Freunde. Wir schauen uns mal hier um und da wir sowieso backtracken müssen durch die meisten Planeten, mache ich mir nichts draus, wenn wir jetzt hier nicht weiterkommen. Aber Freunde, wenigstens zeige ich euch, dass mir eure Meinung, die Masse eurer Meinung wichtig ist. Okay, also reisen wir jetzt dorthin. Cordova ist dort gewesen. Er hatte sicher gute Gründe. Ich bleibe auf der Mantis, wenn wir dort sind. Rotes Sonnenlicht ist schlecht für meine Haut. Dieser Ort war einst die Heimat einer starken Gruppe von Machtnutzern, der Schwestern der Nacht. Sie nutzten die Macht? So wie die Jedi? Nein. Diese Hexen dienten nur sich selbst. Ihre Kräfte fußten auf Täuschung, Illusion, Manipulation. Ha, klingt wie jemand, den ich mal kannte. Während der Klonkriege wurden die Schwestern der Nacht von einem Sith Lord hintergangen. Und am Ende bei einem Massaker fast ausgerottet. Darthum hier ist tödlich. Wir müssen aufpassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Schwestern der Nacht von Darthum hier. Setz dich hin, Kleiner. Okay, wir schauen uns mal ganz kurz an, was hier steht. Die Schwestern der Nacht von Darthum hier waren ein Zirkel aus mächtigen Machtbegabten. Da sie Magie, eine den Jedi und Sith unbekannte Manifestation der Macht, geschickt einzusetzen wissen, hatten sie lange Zeit über Darthum hier geherrscht. In der streng matriarchalischen Gesellschaft der Schwester der Nacht gab es einen Zirkel, der einer Mutter unterstellt war. Matriarchalisch bedeutet, dass hier die Frauen das Sagen haben, die auch über die untergeordnete Klasse der Brüder der Nacht herrschte. Ihre Zivilisation wurde auf Anordnung von Count Dooku zerstört, nachdem Asajj Ventress und ihre Schwestern versucht hatten, ihn zu ermorden. Der Grund, warum ich das hier gelesen habe, ist, ich habe gehofft, dass hier was von Count Dooku und Asajj Ventress drin steht. Gute alte Zeit, gute alte Zeit. Übrigens ist die Sprecherin von Seer dieselbe Sprecherin, die Asajj Ventress gesprochen hat in der Clone Wars Serie. Also sehr gut erkannt von vielen Zuschauern. Vielen, vielen Dank, Freunde, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Und klar, ne, die Stimme ist sehr, sehr, sehr markant. Und ja, die Brüder der Nacht waren übrigens Darth Maul und Savage Opress waren auch welche von diesen Brüdern, wie wir ja mittlerweile wissen. So, wir machen jetzt hier Reisen, also wir setzen uns jetzt hier hin und dann reisen wir quasi schnell, ne? Ja, wir sind tödlicher, gefährlicher auch. Genau, das wissen wir. Und wir sind auch ziemlich gut getarnt, muss ich sagen. Ich bin bereit, lasst uns gehen. Wir sagen mal, bin bereit. Ich bin auf alles vorbereitet.
Das weiß ich, Kerl. Darum hat BD1 dir auch Cordovas Informationen anvertraut. Gut, dich hier zu haben. Ich wusste gar nicht, dass es diese Art Multiple Choice gibt, ehrlich gesagt. Ja, wir können mit ihr reden. Machen wir das mal ganz kurz. Wisst ihr etwas über die Schwestern der Nacht von Datomir? Ein bisschen. Viele Jedi wussten nicht mal von ihrer Existenz. Aber als Cordovas Schülerin hatte ich einen tieferen Einblick. Er hielt sie immer für interessant, wie die meisten alten Kulturen. Und was dachtet ihr? Ich war nie hier. Wollte es auch nie. Das war ungefähr zu der Zeit, als sich unsere Wege langsam zu trennen begannen. Die Dunkelheit hat immer Auswirkungen, so oder so. Okay, ja, wir stürmen direkt raus nach Dathomir. Und zwar, es sieht folgendermaßen aus. Es ist eigentlich unvernünftig, zuerst hierher zu gehen, nach dem, was ich in den Kommentaren gelesen habe von euch. Aber ich werde mich jetzt nicht großartig hier aufhalten mit dem Wissen im Hinterkopf, ja? Das bedeutet, ich werde einfach... Mein Gott, sieht das geil aus, Freunde! Oh, okay, es ist nicht ganz so rot, wie ich mir es vorgestellt habe. Es hat eher ein bisschen was von Korriban. Ein bisschen wüstiger. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Mehr Korriban als Dathomir, aber es sieht trotzdem schön aus, finde ich. Und gerade mit dem Wissen im Hinterkopf, dass das hier eigentlich noch nicht der Ort sein sollte, an dem wir sein sollten, denke ich mir mal... Wow. Wuhu! Zum Glück haben oh, okay, also... Haben wir da nicht gestanden. Versuchen wir... Was? Na gut. Versuchen wir es doch... Es sieht nicht freundlich aus. Das sah übel aus, was da gerade war. Okay, ich hab's doch geschafft. Sehr gut. Okay, Freunde, wir gehen mal ganz kurz rüber. Es ist ein sehr, sehr feindlicher Ort. Und da ist auch ein feindliches Wesen da oben. Ja, wie gesagt, wir sollten eigentlich noch nicht hier sein. Das bedeutet aber auch, dass ich eben nicht großartig viel Zeit hier verschwenden werde. Also, ich werde nicht ewig gucken und versuchen, irgendwelche Rätsel zu lösen, weil ich davon ausgehe, dass wir es sowieso nicht schaffen werden. Bin ich an dem vorbei? Hat er uns gesehen? Okay, wir können an ihm vorbei und BD1 rennt vor. Aber wisst ihr was? Ich will mal ganz kurz kämpfen hier gegen das da. Was bist du denn für ein Wesen? Zeig dich mal hier. Komm mal her! Oh, das sieht echt gefährlich aus. Komm ich hier rein? Öffnen? Die Tür ist nicht auf. Ja, sie geht nicht auf. Ist von der anderen Seite verschlossen. Schade. Wir kämpfen mal gegen das Vieh hier. Oh, der springt. Oh, alter Schwede. Was war das für ein Schaden? Okay, also der... okay, der ist ja mal richtig wild. Ich versuche mal mit Kontern gegen den anzukommen. Es ist schwierig, bei dem zu versuchen zu kontern, weil der irgendwie, der haut ziemlich schnell zu. Ich habe die, das Muster mit dem Angreifen noch nicht raus. Wisst ihr noch bei der Kröte? Wir sind wieder hier. Okay, bei der Kröte war das so, dass man ziemlich gut erkennen konnte, wann sie wie zuschlägt. Und ich versuch's jetzt noch einmal bei dem. Und falls wir es nicht schaffen, versuche ich vielleicht, um den herumzuschleichen oder sowas. Weil das hat ja vorhin ganz gut geklappt. Vielleicht ist es ja auch so gedacht, dass man um den herumschleicht. Oder ich müsste hier kämpfen, wo ich ein bisschen mehr Platz habe. Weil der Platz eben war doch ein bisschen eng. Hey, Kleiner, komm mal her! Oh mein Gott! Was war denn das? Oh, schon ein Konter, ein Konter. Oh, doch nicht so! Das war kein guter Konter. Ich muss hier weg. Okay, wir pfeifen uns mal ganz kurz ins Ding rein. Mist! Jetzt haben wir ihn. Oder auch nicht! Okay, also wir können anscheinend nicht kontern bei dem, weil der sofort einen Gegenangriff startet. Also müssen wir wahrscheinlich mit Ausweichen kämpfen und mit der Macht. Okay, Freunde, dritter Versuch. Ich glaube, er dreht jedes Mal durch, wenn wir ihn angreifen. Seht ihr, der macht jedes Mal... Okay, wir können kontern, wir müssen aber blocken dann. Ah, Mist, das war nicht gut. Lassen wir nochmal angreifen. Aber nicht so.
Normal, komm. Okay. Er greift einmal an, nochmal und dann können wir zuschlagen. Haha, wir haben ihn durchschaut. Sehr gut. Okay, ich habe ein bisschen öfter draufgehauen, als nötig war. Scannen wir ihn mal. Solange wir noch können. Niederer Nidag oder Nidag oder Nidag, wie auch immer. Ihr könnt jetzt nochmal in Ruhe durchlesen, was da steht. Setzt auf eine starke Verteidigung, um die aggressiven, unerbitterlichen Angriffe der Kreatur abzuwehren. Kann mit wiederholten Paraden aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Ja, wiederholte Paraden, habt ihr ja vorhin gesehen, ich habe den ersten Angriff pariert, dann ist er zurückgeschreckt, hat sofort wieder angegriffen und diesen Angriff habe ich dann geblockt. Vielleicht kann man den auch wieder parieren, ich weiß nicht, aber zumindest blocken kann man ihn und dann fällt er hin. Und wenn er das getan hat, dann kann man ihn bearbeiten. Also, sieht echt gut aus, muss ich sagen. Hat mir gefallen, der Kampf. Mal scannen, okay. Was da? Danke, BD1. Hydratis. Die Hydratis wächst in trockenen Felsgebieten. Sie filtert die Luft mit Filamenten, die Staub und Bakterien binden. Nach der Filterung kontrahieren sich die Filamente, um saubere Luft in das Innere der Pflanze zu leiten. Dadurch bildet sich ein Feuchtigkeitsfilm, aus dem die Hydratis die geringe, für ihre Überleben erforderliche Menge an Wasser absorbieren kann. Aha. Wir lernen also ein bisschen was über die Flora und Fauna hier natürlich wieder. Bevor ich da hinten hingehe, will ich mich noch ganz kurz hier umsehen, weil der hat doch da irgendwas bewacht. Der war vorne, da hinten hat da gekämpft. Wir fahren jetzt nochmal ganz kurz ins Dim rein. Hier können wir noch nicht weiter. Was bist du denn? Ich hab nur ganz kurz im Augenwinkel gesehen eben hier. Okay, Fluchrückenspinne. Werde ich mir auch nicht alles durchlesen, aber dass ihr Bescheid wisst, hier kann Speichel, sondert nach dem Tod eine toxische Säure ab. Interessant, die hat uns bestimmt gerade beschädigt. Ich hätte nicht neben dem stehen bleiben dürfen. Ich habe das gerade aus dem Augenwinkel gesehen, das Vieh. Ja, da ist es. Oh Gott, das war sehr, sehr, sehr knapp. Okay, also ich bin schon out of Stim. Interessant. Sehr, sehr interessant. Ich brauche einen Speicherpunkt, Freunde. Und zwar schnell. Da geht's runter. Irgendwas zu scannen, dieser Pot vielleicht. Naja gut, man kann es zumindest kaputt machen. Ich bin eigentlich mehr draufgetreten, als irgendwas da zu bewirken. Kann ich nicht hin? Okay, gehen wir mal weiter. Hier unten durch, kann ich da irgendwas scannen? Nein, kann ich nicht, okay. Gegner! Ich hatte jetzt ehrlich gesagt keine Lust, hier nochmal irgendwie Treffer zu kassieren. Deswegen habe ich gerade mal die Macht benutzt. Wenn aber so einzelne Gegner sind, kann man das ruhig tun. Weil wenn der Kampf wieder vorbei ist, haben wir ja die Macht wieder, ne? Na gut, also wir sind jetzt hier einmal im Kreis gelaufen. Bevor wir da hinten hochgehen, schauen wir noch mal ganz kurz hier. Oben kann man auch hoch. Muss ich mir alles merken, Freunde. Da geht's wieder was zu scannen. Das sind Pilzlinge. Pilzlinge sind eine wichtige Zutat für die Tinte, die Brüder und Schwestern der Nacht für ihre Tätowierungen benutzen. Die Pilzlinghülsen werden dazu eingekocht, bis sich eine zähflüssige gelbe Paste bildet. Diese wird zur Erzeugung verschiedener Farben mit Lehm, Asche oder anderen Pigmenten vermischt. Interessant. Ich finde das ja toll, dass wir noch so viele Sachen über die Hintergrundgeschichte erfahren. Ich habe mich ja immer gefragt, wie die zu ihren Tätowierungen kommen und die Farbe und so weiter machen. Okay, das ist die Tür, wo wir nicht rein konnten. Hier waren wir vorhin drin. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, hier alles gesehen. Auf diesem Gebiet hier. Ich muss noch mal ganz kurz auf die Karte gucken. So, sorry, da war das hier. Und da war irgendwo eine Treppe, die wir hoch konnten. Ich glaube, hier links oder so, ne? Gucken wir doch mal da oben. Genau hier. Ist alles sehr neblig und staubig hier. Hoch? Jawohl, ich kann da hoch, sehr gut. Ich
Perfekt, den haben wir. Wir haben fast einen Fähigkeitenpunkt. Irgendwas tun? Nope, kann ich nicht. Okay, schauen wir doch mal hier. Ich finde das von mir toll, Freunde. Das ist ein echt schöner Planet. Also jetzt nicht wirklich schön im Sinne von schön, sondern im Sinne von cool bedrohlich. So, Bestattungskapseln, tatsächlich, wir haben Fähigkeitenpunkte erhalten. Bestattungskapseln waren ein wichtiger Teil der Bestattungsriten der Schwestern der Nacht. Die Vorbereitung der einzelnen Komponenten einer Kapsel war ein mühevolles Unterfangen. Die Stofftücher wurden dreimal in magischem Wasser gewaschen, der Zwirn handgeflochten und mit einem Schutzzauber belegt, während der Leichnam mit duftenden Ölen balsamiert wurde. Aha. Und wenn da irgendwas bestattet wurde, ist hier vielleicht irgendwas gestorben. Die greifen dreimal an. Wollte ich mir auch merken. Und das Giftgas hätte mich jetzt hier fast umgebracht. Habe keine Stims mehr. Vielleicht sollte ich zurückgehen. Wenn nicht bald irgendwo ein... Oh, da komme ich wahrscheinlich nicht runter. Wenn nicht bald irgendwo ein Speicherpunkt ist. Also ich glaube, das ist das, was ihr gemeint habt, Freunde, oder? Mit, ich bin nicht sonderlich weit gekommen und bin sofort wieder umgedreht, als ihr das mir geschrieben habt. Weil ich denke mal, ich muss hier weiter. Da geht's aber nicht weiter. Sie geht nicht auf. Weil die Tür von der anderen Seite verschlossen ist. Und wenn ich auf der Karte schaue, das ist die Tür, die verschlossen ist. Jetzt rechts von mir. Da ist noch ein Weg. Da oben hoch wahrscheinlich irgendwie, ha? Huh? Aber komme ich da hin? Hier kann ich langklettern, guck mal. Aha. Aha, zum Glück haben wir die Karte. So, schauen wir doch mal ganz kurz auf der Karte. Wir befinden uns jetzt hier, auf diesem Teil hier. Interessant, da oben gab es auch noch Wege, die ich wahrscheinlich nicht gesehen habe. Die werden wir auch nochmal erkunden. Da oben ist halt eine Art Dorf zu sein. Okay, ich laufe mal ganz kurz hier rüber. Da kommen wir zum Schiff. Okay, ist eine Abkürzung zum Schiff. Versuchen wir mal den anderen Weg zu laufen, Richtung Dorf, da hinten. Oder Städte oder was das ist. Shit. Ich gehe zum Schiff. Ich gehe zum Schiff meditieren, Freunde. Weil wenn wir schon mal hier sind, und dann gucken wir doch mal den anderen Weg. So, hopp. Kann ich vielleicht hier irgendwas machen? Ich kann doch hier, kann ich doch rein, da kann ich doch meditieren bestimmt. Dann ist der eine Koffer bestimmt wieder da. Dieser Schrank von einem Gegner. Aber das ist mir egal. Hauptsache, wir sind wieder fit. So, kurz meditieren. Und da gucken wir uns ein bisschen weiter um. Erstmal ausruhen hier. Sehr gut, wir haben sogar zwei Fähigkeitenpunkte. Ausruhen. Und wiederhergestellt, Gegner respawned. Okay, sehr gut. Dann hier, Fähigkeitenbaum. Na gut, dann wollen wir doch mal. Wir haben zum Beispiel hier... Verlangsamen können wir gedrückt halten. Das finde ich persönlich sehr sinnvoll. Und überragendes Blocken. Kerls Verteidigung verbessert sich. Dadurch erleidet er durch Angriffe weniger Blockaustauschschaden. Das finde ich auch sehr gut. Gerade bei den harten Gegnern hier. Ich finde Überleben momentan ein bisschen wichtiger. Ich mache auf jeden Fall mal diesen Skill hier. So. Denn damit können wir nämlich jetzt gedrückt halten. Ne? Seht ihr? Das entzieht dann langsam Macht. Und können die Gegner verlangsamt lassen. Finde ich toll. Weiter geht's hier anscheinend auch noch gar nicht. Na gut, machen wir das hier. Verbessertes Blocken. Denn ich halte Blocken für sehr sinnvoll, weil wir nämlich, buchstäblich besser überleben. Ja, also, weil es hier ist ja der Überlebensbaum. Aber ich meine auch im Sinne von, Blocken und Kontern. Also Parieren ist eigentlich, glaube ich, die wichtigste Mechanik hier in diesem Spiel. Ja, wie das auch damals schon bei Dark Souls und Co. war. Und wenn wir mal beim Parieren versagen, so wie vorhin bei den Spinnen, bei diesen Spinnenviechern, dann sind wir zumindest in der Lage, ordentlich zu blocken. So, ich brauche keinen Anlauf, ne? Ich kann einfach so dran springen, das passt. Und dann gehen wir rüber und ich frage mich, ob der Große eben respawned ist.
Ja, der ist wieder gespawnt, okay. Aber das Ganze ist natürlich so gemacht, dass wir eine Möglichkeit haben, um ihn herumzulaufen. Ich wollte aber noch mal ganz kurz hier gucken, weil auch hier war laut Karte ein Weg. Und zwar rechts und links davon. Gehen wir ganz kurz hier hoch. Da kann ich an der Wand entlang laufen, okay. Ja, die greifen dreimal an. Da können wir kontern. Sehr gut. So, wir können nämlich hier hoch. Zack. Das habe ich eben noch gesagt, dass die halber angreifen. Eins, zwei, drei. Okay, jetzt kommt unser Konter. Oh, das Gift. Das Gift ist echt übel. Ja, ich vergesse es mit den Dreimal immer wieder. Ich hätte noch die Macht benutzen können, beziehungsweise... Da sind wir durch das Gift gestorben. Ja, die Erfahrung muss man auch machen, Freunde. Da besiegen wir die größten Schränke von Gegnern und dann leiden wir an sowas. Aber ich würde mal gerne versuchen, Gegner zu verlangsamen. So, dann wollen wir mal. Und zwar gehen wir jetzt mal zu dem oberen Ort, an dem wir eben, an den ich eben auf der Karte gesehen habe. Denn den wollte ich gerne mal erkunden. Da ging es doch auch noch irgendwo weiter. Aber vorher würde ich gerne noch mal versuchen, gegen diesen riesen Gegner da hinten zu kämpfen, der gespawnt ist hier. Ganz genau, sehr gut. Gegen den kämpfen wir mal. Und ich will mal gerne versuchen, ihn mit der Macht anzuhalten. Versuchen wir das mal. Okay, das hat nicht so funktioniert. Aha, wir können also kontern. Und zwar mehrfach. Oh mein Gott! Okay, gleich haben wir ihn. So, jetzt aber! Wie geil ist das denn, bitte? Ach du Scheiße, sah das cool aus. Alter Schwede. Ja, wie geil war das denn, bitte? Also, wenn wir den Angriff von den dreimal kontern, dann können wir den instant killen. Ich feiere das, Freunde. Ich bin so begeistert. Alter Schwede. Ja, ich sag oft alter Schwede, aber das war echt der Hammer eben. So eine coole Szene eben. Laufen wir nochmal ganz kurz hier entlang. Sagen wir mal Hallo hier. So, lassen wir ihn dreimal blocken hier. Und dann machen wir auch gerade die anderen platt da oben. Zack. So. Hat doch so einen Schutz. Okay, also anscheinend... raus hier. Nicht irgendwo hoch. Okay. Also ich kann hier anscheinend nicht hoch. Na komm schon. Hier sind wir hergekommen. Na gut. Nein, wo da sind wir hergekommen. Da können wir also auch hin. Interessant, beziehungsweise hoch. Da. Ah, okay, komm, wir springen auf den gleich drauf. Hier ist aber nichts. Da ist zwar irgendwas da oben, aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie einen Walljump machen können oder so. Deswegen gehe ich gerade nochmal weiter hier hin. Da können wir hoch. Aber wir können hier auch wieder hoch. Deswegen gehe ich mal ganz kurz hier runter. So, auf den da. Zack! Ja, Mann, die geben uns immer noch einen mit ihrem Gift. Hier waren wir gewesen. Okay, verstehe. Ich will noch kurz auf der Karte gucken und euch das zeigen. Das sind diese Wege hier, ne? Die zwei Wege. Wir haben jetzt hier einen Weg, den wir noch gehen müssen. Da bin ich ja zurückgegangen zum Schiff. Und hier ist noch ein Weg. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt erstmal diesen Weg hier, wenn wir schon hier sind. Kletter mal da oben hoch. Schau mal, was sich da oben befindet. Wir haben halbe Gesundheit und noch Stims. Bei Stims. Aha. Aha. Okay, da ist eine Kiste. Aha, sehr gut, ja, aha. So, perfekt. Und weg von ihm. Da kann man hin, da kann man rüber wahrscheinlich.
wollten wir schaffen, darüber zu springen, aber wir kommen nicht mehr zurück. Deswegen gehe ich da erst einmal hier rüber. Kann ich hier hoch? Komm noch ganz kurz auf der Karte. Karte M. Ich muss über die M-Taste finden. Sieht nicht so aus, als wäre da noch irgendwas. Also da ist bestimmt noch irgendwas da oben, aber wir kommen da noch nicht hin. Hier zum Beispiel, da ist ein Speicherpunkt drin. Meditieren. Ich würde gerne mal meditieren dort. Aha, okay, wir kommen so dahin. Perfekt. Das scheint eine Art Ruhestätte zu sein, sicherer Ort. Komm, wir gehen mal hier runter. Echo warnen. Bist du noch da? Eine Schwester der Nacht. Sie übt ihre Magie aus. Schwester der Nacht Training. Viele Jahre vor Auslöschung kamen die Schwestern der Nacht in dieser Gegend zusammen, um ihre Magie zu trainieren. Okay. Kein Speicherpunkt, das war ein Echo. Ich habe mich vertan. So, da ist eine Kiste, die wir gerne mit. Oh, okay. Also, was war drin? Wir haben eine neue BD1-Skin erhalten. Yavin Prime. Interessant. Wir haben gerade den da. Okay, der wird gerade ein bisschen heller. Ziehen wir ihn mal an. Wir ziehen einfach alles an, was Neues, wenn wir es kriegen. Hier noch irgendwas? Okay, oh, ich habe schon gedacht, wir fallen jetzt da runter. Ach, du Scheibenkleister. Okay, na gut. Gehen wir jetzt mal da oben hoch nochmal. Schauen uns noch ein bisschen da um. Das heißt also, dort hinten ist definitiv nichts mehr. Wir können aber auf die Seite da hinten rüber. Ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. Ich will trotzdem nochmal darüber gehen. Nämlich dort hinten hin, an diesen einen, auf der Karte, ne? Wisst ihr, das ist diese Verbindung wahrscheinlich hier. Aber ich würde dort gerne mal hingehen. Bin ich eigentlich da? Oh, nein, da ist irgendwo ein Gegner. Oh, ja, oh shit. Drei wieder von denen. Und ich habe nicht viel Platz hier. Diese Musik, ich krieg schon wieder das Grauen bei denen, ey. Mist. Das Rollen ist manchmal ein bisschen schwierig für mich hier. Oh, Stim. Ich brauch einen. Ja, ich brauch einen. Oder auch zwei oder drei. Ah, Mist, wir sind gestorben. Wir sind gestorben. Abkürzung freigeschaltet. Okay, ich habe die Abkürzung freigeschaltet. Vielleicht gilt die ja noch. Vielleicht gilt die Abkürzung ja noch. Ich weiß jedenfalls jetzt, wo ich hin will. Und zwar dort oben hin. Wieder. Und wir kommen diesmal von der anderen Seite. Und dann haben wir, denke ich, hier alles erkundet. Alter Schwede, diese Viecher sind echt mies. Wir sind auch nicht sonderlich gut in irgendwie, ich weiß nicht, Flächenschaden oder sowas. Also wir können zwar einen nach dem anderen vornehmen und kontern, aber wenn wir von allen Seiten bombardiert werden, dann ist das wirklich unheimlich schwer, gegen diese Gegner klarzukommen. Vielleicht stelle ich mich einfach nur blöd an und ich habe noch nicht ganz raus, wie die funktionieren. Ich will nicht zu dem, ehrlich gesagt. Wir gehen mal da hoch. Eins, zwei, drei. Okay, der ist down. So, na, einzeln sind ja kein Problem. Aber wenn die dann hier in Masse kommen. Ist hier noch irgendwas gewesen? Nope. Ist da raus, diesen Käse. Okay, den haben wir sehr gut. Ich gehe noch ganz kurz hier oben hoch. So. Ich
Ist auch down. Perfekt. Jetzt mal hier rüber. Okay. Ist hier noch irgendetwas zu entdecken? Kann ich diese Teile kaputt machen oder so? Ja, ich kann sie tatsächlich kaputt machen. Wir balancieren jetzt mal hier rüber. Schnell, Hilfe! Und ein Stim rein und sind wieder an derselben Stelle hier bei diesen Viechern. Ah, Mist! Beeilung! Okay, Macht und Gesundheit wiederhergestellt. Das ist anscheinend immer so eine Art Supergegner oder so, wenn er das hat. Okay, den haben wir auch. Sehr schön. So, wir haben jetzt hier das Ding da aktiviert, eine Abkürzung. Das heißt, wir können jetzt hier immer hoch und runter. Also wenn wir von dem Schiff kommen, können wir jetzt hier runter und wieder hoch. Hoffentlich bleibt die auch ewig aktiv. Das wäre sehr wünschenswert, denn... Ja, wir können wieder scannen hier. Eine Warnung? Unheilvolle Statue. Keine Daten gefunden. Aussehen verheißt nichts Gutes. Das ist sehr schön. Und da ist nochmal eine Kiste. Die können wir nicht öffnen. Das ist so eine Kiste, die wir hacken müssen. Aber wir laufen jetzt mal hier oben rein. Die Sepho waren wohl wirklich hier. Ungewöhnlich. Der Ort wirkt verlassen, aber... Was machst du hier? Jedi. Du musst eine Schwester der Nacht sein. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Nicht alle. Datomir ist für dich verboten. Los, verschwinde. Naja, das geht leider nicht, aber vielleicht könnten wir einander helfen, weißt du? Ruhig. Ich bin nicht dein Feind. Dein Handeln sagt dir etwas anderes. Warte, ich bin nicht hier. Warte! Moment, müssen wir jetzt gegen die kämpfen? Eine Schwester der Nacht. Eine mächtige, magiebegabte Schwester der Nacht. Die Kerl auf Darth Vader bedrohte ist, unklar, wie sie, es ist unklar, wie sie der Auslöschung ihres Zirkels entkam. Aber ihr Hass auf Eindringlinge ist offensichtlich. Die Schwester der Nacht empfand Kerl sofort als Bedrohung und befahl den Brüdern der Nacht, ihn zu attackieren. Vorrücken! Bereit zum Sterben, Jedi? Verhindert, dass er sich bewegt! Er zieht sich zurück! Verpassen wir den mal hier ein paar. Komm schon, helfen mit mir! Den hier, den killen wir jetzt mal. Perfekt, dann haben wir besiegt. Ausweichen. Was ist das für ein Gefühl, Jedi? Was ist dein Problem, Bruder der Nacht? Du wirst untergehen! Daneben. So, den haben wir gekontert. Oh, ich wusste, Mist. Dass ich gewinnen kann. Also ich habe gerade die 1 gedrückt, um meine Machtfähigkeit zu benutzen. Das ist der einzige Grund, warum der mich getroffen hat gerade. Aber blöderweise konnte ich meine Macht gerade nicht benutzen. Ich wollte ihn verlangsamen, aber es hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass meine Macht... noch nicht bereit war oder sowas in der Art, wie auch immer. Oder also, dass die leer war oder so, weil ich dem anderen ein paar verpasst habe. Aber wir sollten jetzt in der Lage sein, direkt zu dem hinzugehen. Deswegen versuche ich es gerade nochmal. Das ist ja interessant, ey. Damit hat sich noch eine Schwester der Nacht gefunden. Und ich schicke gleich mal ihre beiden... Ich muss mir dieses Hack-and-Slay-Gehabe abgewöhnen. Nicht direkt hier dran springen. Spring doch dran! Spring dran! Jawohl. Okay, sehr gut. Ich muss es nicht noch aktivieren. Ich würde gerne mal direkt dorthin laufen jetzt. An diesen Gegnern vorbei. Habe ich keine Lust auf die kleinen Scheißer jetzt.
verhindert. Ah, da ist er ja. Verhindert, dass er sich bewegt. Genau, ich bin gespawnt. Er zittert vor Angst. Oh. Haben das beide wieder? Dieser Schmerz bedeutet nichts. Bruder, nein. Okay, der erste haben wir. So. Ach, wurde wieder so aufgefüllt. Gut bist du gar nicht. Haha, wir haben ihn. Sehr gut. Wir scannen mal. Weiß man, wie wir die Gelegenheit dazu kriegen. Brüder der Nachtskrieger. Hier, Brüder der Nachtkrieger. Geschickt und flink. Eine starke Verteidigung und die aufmerksame Nutzung von Angriffsmöglichkeiten sind ratsam. Weich ihrem nicht blockbaren Angriff aus. Den Rest könnt ihr selber pausieren und lesen, wenn ihr möchtet, Freunde. Und ich werde jetzt wieder beenden. So, na gut. Also, das war ja richtig krass, ey. Ist da was drin? Ich bin ja nicht feindselig, aber ich mache deren ganze Kultur und Kunst kaputt. Gehen wir mal weiter. Da ist ein Speicherpunkt. Hier noch irgendwas? Hier ist von der anderen Seite verschlossen. Was auch sonst. Da ist auch nichts, da ist auch nichts. Okay, also wir müssen jetzt ein bisschen Lianen schwingen hier. Versuchen wir das mal. Oh, 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 oh. Hopp. Hopp. Zack, sehr gut. Okay, wir haben einen Speicherpunkt erreicht. Das ist schon mal sehr gut. Dann meditieren wir mal ganz kurz. Wir haben auch einen Fähigkeitenpunkt. Heilen uns einmal komplett hier. Also ausruhen, Fähigkeitenpunkt verfügbar. So, kann ich irgendwie... Ich kann nichts anderes lernen. Ich muss also jetzt erstmal hier oben hoch. Sprintattacke. F halten haben wir hier. Oder zweimal F drücken für einen Überkopfhieb. Man kann das Talent anzeigen hier. Überkopfhieb ist... Der macht das zweimal. Das ist eigentlich ziemlich cool. Oder Sprintattacke. Ich persönlich halte die Sprintattacke für sehr, sehr praktisch, weil wir nämlich dann in der Lage sind, weiter entfernte Gegner zu kriegen. Wisst ihr noch, wie zum Beispiel diese komischen Viecher, die immer zurückspringen oder so? Okay, deswegen lernen wir die ganz kurz. Und dann laufen wir weiter. Beziehungsweise, wisst ihr was, Freunde? Ich weiß nicht, was uns noch erwartet hier. Ich würde mal sagen, wir haben ein riesen Abenteuer hier erlebt. Bis jetzt auf Dathomir. Und ich werde an der Stelle die Episode beenden. Ich glaube, der Speicherpunkt bietet sich gerade perfekt dafür an. Freunde, ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt Schlimmeres erwartet. Nicht im Sinne von harte Gegner und dass das irgendwie schlecht aussieht. Ich finde das saugeil. Mir gefällt es richtig gut auf Dathomir. Ich habe aber erwartet, dass wir weniger machen können. Also wir sind schon echt ziemlich weit, muss ich sagen. Wir haben gute Gegner besiegt. Wir haben uns ein bisschen umgeschaut. Wir haben immerhin einen neuen Skin für BD1. Also es geht. Ja, es ist nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Und ich muss sagen, ich bereue die Entscheidung nicht, auf euch gehört zu haben und hierhergekommen zu sein. Ich würde gerne wissen, was das da oben ist. Aber das finden wir alles raus, Freunde, in der nächsten Episode. Da geht's. Da geht's irgendwie bergab. Ich will da gar nicht runterspringen. Wobei, eigentlich könnte ich es ja machen, oder? Wollen wir mal gucken, was da unten sich befindet. Oder ob ich da oben hoch kann irgendwie. Aber wir versuchen das nochmal ganz kurz hier. Ja, ich glaube, da komme ich nicht hin. Weil wir sind ja gerade am Speicherpunkt, ne? Deswegen mache ich das gerade. Nee, da ist nichts. Da scheint nichts zu sein. Na gut, also Freunde, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Falls das der Fall war, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, denn ihr wisst ja, das hilft mir und meinem Kanal ungemein, ein wenig voranzukommen, um euch weiterhin oder mit euch gemeinsam solche geilen, grandiosen Spiele genießen zu können. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei der nächsten Episode von Let's Play Jedi Fallen Order und dann werden wir den Rest von Dathomir erkunden, zumindest so weit wie wir können. Also, vielen herzlichen Dank. Guckt euch das mal an hier. Guckt euch das mal an. Möge die Macht mit euch sein.